Ja, ich glaube, da muss man oder man sollte sich bei so einem Thema gar nicht so sehr vergleichen, sondern einfach loslegen und machen ist da, glaube ich, eine ganz gute Devise. Sportmanagement Insight. Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Du willst wissen, wie Menschen aus der Sportbranche ticken und wie du von ihren Erfahrungen lernen kannst? Dann ist das genau der richtige Podcast für dich. Mein Name ist Lukas Vogt, ich bin Geschäftsführer an der ESM Academy und darf regelmäßig spannende Akteure aus der Welt des Sports interviewen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast mit Jonathan Zimpel, dem frisch gebackenen bayerischen Inklusionsmeister. Glückwunsch dazu erstmal. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Und ja, danke schon mal für das Lob natürlich. Ja, wir sind am Samstag bayerischer Inklusionsmeister geworden mit dem FCN-Team und freuen uns sehr darüber. Hast du jetzt gerade schon angesprochen, erster FC Nürnberg, Inklusionsmeister. Was machst du denn genau beim ersten FC Nürnberg, außer Tore im Finale schießen vielleicht, ja? Ja gut, also das ist nicht passiert. Ich habe nur das Finale von der Bank aus mir anschauen dürfen, weil der Coach und der Giri hat mich nicht eingewechselt. Dementsprechend war ich nur draußen. Nee, aber ich kümmere mich jetzt seit 2,5 Jahren beim FCN um die Inklusionsthemen. Und eins davon ist eben unsere Inklusionsfußballmannschaft quasi, der FCN Inklusion. Und ja, das ist im Prinzip... Also die Mannschaft nimmt an Turnieren teil und ja, da spielen eben Menschen mit und ohne Handicap zusammen in einem Team und wollen da auch zusammen Fußball spielen. Das ist der Kern des Ganzen. Vielleicht kannst du mal kurz die Geschichte abreißen. Seit wann gibt es Inklusion im 1. FC Nürnberg? Wie ist das entstanden? Wie hat sich das jetzt auch entwickelt in den letzten Jahren oder wie lange auch immer es schon dabei ist? Genau, also das gab schon ein bisschen vor mir mit den sogenannten Club Rowdies, so hießen die damals. Das waren einfach auch ein paar Menschen mit Beeinträchtigungen, die immer einmal die Woche zusammen Training hatten, aber das war noch nicht so richtig, noch nicht so richtig groß. Es waren immer so vielleicht so 10, 12 bis 15 Leute, die da im Training waren. Und dann, ja, also vor jetzt ziemlich genau 2 Jahren hab ich das dann angefangen. Da wurde ich dann gefragt, ob ich da nicht Lust hätte, die Mannschaft zu trainieren, weil der Trainer damals aufgehört hatte, so auch nach Corona quasi. Und ja, dann habe ich das gemacht, ein halbes, dreiviertel des Jahr lang, immer einmal die Woche das Training eben. Und dann sind wir tatsächlich mit einer Mannschaft sozusagen ja, fusioniert oder die sind zu uns gewechselt und wir haben auch einen Trainer eingestellt, eben den Giri, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Die waren vorher in Altensittenbach und hatten aber Lust, sich dem FCN mit anzuschließen, weil sie unsere Idee von Inklusion auch ganz, ganz cool fanden. Und genau, und seitdem ist das jetzt wirklich relativ groß gewachsen, ohne dass wir das jetzt so groß bewerben, weil das eigentlich so natürlich wächst, würde ich sagen. Und jetzt mittlerweile haben wir so regelmäßig 50 Leute auf jeden Fall im Training. Jeden Donnerstag haben wir dann mal 19 Uhr Training und genau. Das klingt sehr gut und auch auf jeden Fall nach einem großen Erfolg, was da in den letzten Jahren passiert ist, auch wahrscheinlich dann dank dir auch, unter anderem. Du bist ja auch akademisch in einem ähnlichen Bereich unterwegs. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was du da machst und dann vielleicht auch nochmal erläutern, vielleicht sowohl aus der Perspektive, wie du es jetzt gerade beim 1. FC Nürnberg erlebst, als auch wie es vielleicht wirklich in der Wissenschaft gelehrt ist, was die genaue Unterscheidung ist für die Begriffe Inklusion, Integration, ja, was es da noch so gibt. Okay, ja, ich würde es umdrehen. Ich würde mal mit dem Wissenschaftlichen anfangen. Genau, also weil es ist tatsächlich so, ich studiere in Würzburg Sonderpädagogik und würde dann oder werde wahrscheinlich irgendwann Lehrer für Menschen auch mit Beeinträchtigung, wobei ich auch diesen Inklusionsgedanken eben ganz cool finde. Da komme ich ja gleich drauf. Genau, und also das bedeutet, der Unterschied zwischen Integration und Inklusion ist eigentlich im Prinzip einfach so der Gruppengedanke, dass es bei der Inklusion ist, dass man einfach eine Gruppe hat mit Menschen und jeder ist verschieden. Und manche haben dann vielleicht eine Behinderung, manche haben eine andere Hautfarbe, aber es ist einfach eine große Gruppe von Menschen. Das ist die Herangehensweise, die Inklusion quasi hat. Und Integration ist eher, dass schon eine Gruppe besteht und man dann, Leute, die extern kommen, vielleicht aus anderen Ländern oder die eben anders sind, weil sie eine Beeinträchtigung haben, in diese Gruppe
so mit reinnehmen quasi. Das wäre das Wort Integration. Und also das ist auch der Unterschied. Und Inklusion ist halt dieser ganzheitliche Gedanke im Prinzip. Und genau wie ich dazu gekommen bin, ist einfach so, dass ich das beim ersten FC Nürnberg machen darf. Das liegt daran, also ich bin gebürtig aus Nürnberg und bin auch schon Clubfan, seit ich denken kann. Und ja, ich habe dann während des Studiums, oder ich habe in Würzburg eben angefangen zu studieren, Sonderpädagogik, und habe dann über auch Freunde tatsächlich gehört, dass es beim Club eben sowas auch gibt. Und vor allem, dass auch ein Förderschulprojekt jetzt da installiert werden sollte. Das war so vor fast 3 Jahren. Und da habe ich mich dann damals beworben, weil es einfach ja für mich sich sehr gut angehört hat, dass ich auf der einen Seite diese große Leidenschaft für diesen Verein habe, generell auch immer ins Stadion gehe und eigentlich mich auch schon als großer Fan bezeichnen würde. Und auf der anderen Seite aber auch noch meine Passion irgendwie da so mit Sonderpädagogik, weil das ist tatsächlich immer was mir sehr am Herzen liegt, einfach, dass alle Menschen gleich behandelt werden und vielleicht Menschen, die eben eine Beeinträchtigung haben, ein bisschen mehr Support brauchen. Das ist so das, was ich beruflich einfach fühle, und das war die Kombination aus beidem. So bin ich dann damals zum Club gekommen, ja. Super, dass du es ansprichst, mit den Förderschulen. Da würde ich gerne später nochmal genauer drauf eingehen, weil es da auch jetzt im letzten Jahr oder so es wirklich nochmal deutliche neue Entwicklungen gab. Nochmal kurz beim Inklusionsteam. Was sind denn deine oder eure Ziele für das Inklusionsteam? Ja, also ich finde, das kann man immer am besten beschreiben, wie es unser Trainer, der Giri, so ein bisschen vorlebt oder wie er es immer sagt. Wir wollen in allererster Linie mal ein Zuhause für die Menschen auch noch darstellen, weil man muss sich vorstellen, Menschen mit Beeinträchtigung, gerade erwachsene Menschen, leben ja oft in Werkstätten und gehen da auch in diesen, oder nicht leben, aber leben in Wohngemeinschaften und Werkstätten, was dann kombiniert ist. Und ja, für die ist es einfach was ganz Besonderes, dass sie einmal die Woche zum Fußballtraining kommen können und dass sie da so eine Art zweite Familie quasi vorfinden. Und das ist mal das erste Ziel, dass wir da wirklich ein regelmäßiges Angebot schaffen. Und ja, ich werde dann oft gefragt, ja, und warum sollen da dann Menschen ohne Handicap mit dazukommen? Und das hat ganz verschiedene Gründe, also würde ich sagen. Zum einen, also ich habe auch in verschiedensten Mannschaften gespielt, im Amateurbereich, habe ich oft den Eindruck, oder ich durfte oft den Eindruck gewinnen, dass es einfach so ist, dass da schon auch immer viel Druck trotzdem mit dabei ist, so im Sinne von, man will dann Sonntag die Spiele auf jeden Fall trotzdem gewinnen und jeder möchte immer unbedingt spielen. Und wenn es mal nicht klappt, dann ist auch viel Missgunst in so einer Mannschaft auch schnell da. Und ja, das ist halt wirklich in so einem Inklusionsteam ist da schon nochmal ein ganz anderer Zusammenhalt da. Die Freude, die auch von den Menschen mit Handicap ausgeht, ist so der zweite Grund. Da wird sich über jedes Tor wirklich extrem gefreut, und das ist einfach toll zu sehen und das macht mega Bock. Man kann sich da ja quasi auch dann so ein bisschen sozial engagieren. Ja, das sind so die größten Sachen, und vor allem glaube ich persönlich auch, dass jeder Mensch von jedem Menschen was lernen kann. Ich erzähle da immer eigentlich so meine Lieblingsgeschichte von einem Mitspieler von uns, der hat Trisomie 21 oder Down-Syndrom, hat man früher auch immer gesagt. Und ja, den muss ich mal zum Taxi bringen nach dem Training. Und es ist oft so, dass die Taxis aber nicht wirklich regelmäßig kommen. Und dann ist es immer so, dass ich mich dann schon ziemlich schnell drüber aufreg dann, ne, weil ich halt irgendwie auch mal heim möchte dann abends und so. Und ja, also der Spieler guckt mich dann immer an und sagt dann, ey Jona, auch wenn du dich aufregst, kommt das Taxi nicht früher. Und er nimmt mich dann so, er hat mir so in den Arm genommen, als es passiert ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, er hat einfach so komplett recht, weil es bringt nichts, sich aufzuregen. Und vor allem für mich ist es ja überhaupt nicht schlimm, weil ich kann dann einfach eine halbe Stunde später nach Hause fahren, habe mein Leben, alles ist gut. Und er hat schon natürlich viele Struggles in seinem Leben und er ist trotzdem so positiv. Und wie man so positiv mit Sachen umgehen kann, das ist einfach sehr inspirierend. Und deswegen glaube ich, dass jeder von jedem da immer was lernen kann. Absolut wahr und absolut wertvoll, auch diese Erfahrungen, die man dann wahrscheinlich einfach dabei macht. Das ist wahrscheinlich noch was ganz anderes, du redest jetzt drüber, aber wenn man es wirklich erlebt in diesem Moment, man kann sich jetzt nur vorstellen, wie schön oder ergreifend das auch ist. Also vielen Dank, dass du das dann mit uns geteilt hast. Du hast zwischenzeitlich eine Sache erwähnt, die ich super spannend finde, und zwar dieser Druck, der irgendwie teilweise auch im Amateursport irgendwie herrscht, dass man immer gewinnen will. Da jetzt aber mal die Frage zurück, auch jetzt im Blick auf die Meisterschaft.
auch ihr wollt natürlich wahrscheinlich Spiele gewinnen, oder? Wie schafft man da vielleicht auch dann die Balance zwischen auch, wenn auf dem Platz sowohl Menschen mit als ohne Behinderung stehen, wie schafft ihr das da trotzdem quasi einen fairen Wettkampf zu gestalten? Ja, also da gibt es einmal auf jeden Fall ein paar Regelanpassungen, wobei man dazu auch sagen muss, dass sich dieser Inklusionsfußball, sage ich mal, auch noch wirklich so in der Findung befindet und auch im Wachstum noch und auch noch weiter gedacht werden kann in den nächsten Jahren. Aber da ist es auf jeden Fall erstmal so, einfach vielleicht generell vom Regelwerk, es müssen mehr Menschen ohne mit Handicap als ohne Handicap auf dem Platz stehen. Jetzt bei der Bayerischen Meisterschaft, die wir am Wochenende gespielt haben, da war es ein 7 gegen 7 auf dem Kleinfeld, also 4 Spieler mit Handicap, 3 ohne können auf dem Feld stehen. Und ja, da möchte natürlich jeder irgendwie gewinnen, weil darum geht's im Sport auch. Aber bei dieser Bayerischen Meisterschaft zum Beispiel gibt es ein zweigeteiltes Modell. Es gibt einmal das Turnier, wo es wirklich um den Pott geht, um den Titel letzten Endes, und ein Turnier, wo wirklich sich Mannschaften anmelden können, wo auch Spielerinnen und Spieler drin sind, die sich einfach darüber freuen, mal Tore zu schießen, wo das Ergebnis gar nicht gezählt wird, wo wirklich komplett der Druck rausgenommen wird. Und aber auch in dem Turnier, wo es um den Pokal geht, gibt es einfach so paar Regeln, wie zum Beispiel, wenn eine Mannschaft mit 3 Toren führt, dann sollte die führende Mannschaft Spieler runternehmen. Dafür gibt es dann auch Spielerbeobachter, die mit den Trainern immer ein bisschen im Austausch stehen. Also das ist nichts, wo irgendeine Mannschaft dann da eine andere Mannschaft richtig abschlachten sollte, sondern es soll wirklich schon eigentlich fair zugehen. Und auch die Spieler ohne Handicaps sind jetzt angehalten. Also auch ich spiele da auch eben teilweise tatsächlich mit. Das soll man nicht seinen unerfüllten Champions League Traum dann ausleben, dass man irgendwie da selber nicht genügend Tore in seiner Karriere geschossen hat, sondern es geht wirklich eigentlich eher, dass man auch das Team supportet. Und ja, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass ein Spieler alleine so ein Turnier jetzt auch nicht gewinnen kann, egal wie gut man ist. Es ist immer eine Teamleistung. Genau, ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen beantworten. Ja, ich war am Samstag ja selbst vor Ort, habe mir das mal angeschaut und ich fand es wirklich beeindruckend, was ich auch so schön fand. Aber auch eben bei der richtigen Meisterschaft, da ging es auch wirklich richtig zu Sachen. Auch die Menschen mit Beeinträchtigung, da wird sich nichts geschenkt, da wird Gas gegeben und da waren ja auch ganz normal Schiedsrichter vom Verband vor Ort, die dann auch Karten verteilt haben. Und das finde ich aber eigentlich auch doch das Schöne, dass man auch diese Menschen komplett auch gleich behandelt, weil so sehen sie es auch im Fernsehen, so wollen sie auch behandelt werden. Und man da keine Unterscheidung dann auch macht, sondern auch da, wenn sie dann Fouls machen, wird genauso gepfiffen und sie werden auch genauso mal verwarnt und so weiter. Und das finde ich eigentlich das total Schöne, dass da genauso gefightet wird, wie auch, wenn man sich den klassischen Fußball sonst auf den normalen Sportplätzen anschaut. Absolut. Und das macht es ja auch irgendwie vielleicht auch ein bisschen wert, sich das Ganze anzuschauen, weil es durchaus auch spannend zur Sache geht. Und ja, also ich hatte auch einen Kumpel zu Besuch, der aus dem englischsprachigen Raum kam und der hat es so ein bisschen so beschrieben, so ja, schon Sunday League Feeling auf jeden Fall. Und ja, also das trifft's auch eigentlich ganz gut. Ja, es gab auch ein Bierchen zu kaufen, ne, und auch natürlich nicht alkoholische Sachen, aber man konnte da schon schöne Stadionwurst auch essen und so und hatte einfach, glaube ich, eine ganz gute Atmosphäre. Sportlich lief es ja auch, wie gesagt, auch ganz ganz gut. Am Ende mit dem Titel wart ihr so zufrieden an sich, wie die ganze Bayerische Meisterschaft ablief, jetzt nicht nur sportlich, sondern insgesamt also das ganze Turnier, das ganze Event? Ja, ich glaube, man muss da immer ein bisschen reflektiert bleiben und überlegen. So, es gab sicherlich Sachen, die man auch dann in den nächsten Jahren, wenn man das nochmal veranstalten würde, noch besser machen kann. Vielleicht eine lautere Musikanlage oder auch das ein oder andere. Was gibt sicherlich Sachen, die man immer, man muss ja immer überlegen, was besser werden kann. Aber an sich war es, glaube ich, dafür, dass wir das jetzt zum ersten Mal bei uns am Pfalzner Weiher ausgetragen haben, wirklich eine sehr gelungene Veranstaltung. Es hat super viel Spaß gemacht und auch das Feedback von den Leuten, die teilgenommen haben, war echt wirklich, die waren sehr happy und ich glaube, das ist auch das größte Kompliment, was man an so einem Tag bekommen kann. Sehr gut. Um dann vielleicht mal mit dieser wirklich reinen, mit diesem fußballerischen Inklusionsmannschaft abzuschließen, noch eine letzte Frage. Was war denn bisher vielleicht dein schönstes Erlebnis zusammen mit den Jungs und Mädchen aus der Truppe? Ja, also das natürlich jetzt am Samstag war schon ein absolut wahnsinniger Tag, aber ich fand also besonders toll auch
Wir haben an einem Turnier in Köln teilgenommen, was tatsächlich auf der Domplatte einfach direkt ausgetragen wurde. Das war schon auch ein sehr prägendes Erlebnis für mich, weil man hat nochmal die Chance, mitten auf dem Domplatz in Köln ein Turnier zu spielen. Und das war eben auch nur durch diesen Inklusionsgedanken möglich, weil die Stadt Köln das eben gesagt hat, ja, wenn man für so ein Projekt, so ein sozial sinnvolles Projekt, wenn man das macht, dann kann das Turnier da stattfinden. Und ja, das war unglaublich. Da sind tausende Menschen vorbeigekommen über den ganzen Tag, haben zugeschaut. Ja, fand ich richtig cool damals. Ja, war sehr besonders. Wie ist denn das Inklusionsteam organisatorisch beim ersten FC Nürnberg eingebaut? Wer ist dafür verantwortlich? Mit wem sprichst du dann da häufig? Wie läuft das ab? Genau, also im Prinzip bin ich, wenn man, ich weiß gar nicht, wie man das richtige Wort finden würde, ich bin Teammanager oder so, also ich kümmere mich einfach um alle Belange, also das heißt, jeder, der Anliegen hat zu dem Thema, kann sich bei mir oder bei der Mailadresse inklusion@fcn.de melden und das läuft dann alles bei mir zusammen und dann ja, versuche ich das zusammen mit noch einem Kollegen, mit dem ich das mache, mit dem Paul. Versuchen wir einfach alle Anliegen irgendwie dann umzusetzen, sprechen da natürlich mit unseren Chefs. Wir sind in der Community and Membership Abteilung verortet beim FCN und ja, versuchen da mit unseren Vorgesetzten, die da aber auch dem Thema sehr positiv gegenüberstehen, einfach alles, was möglich ist, umzusetzen. So würde ich das beschreiben. Und ja, wir haben auch das große Glück, dass auch die Social Media Abteilung und so, die machen das auch alles oder tragen das auch alles nach draußen. Also wir sind da schon mittlerweile auf einem ganz, ganz guten Weg, auch wenn es natürlich was Neues ist und alles, was neu ist, muss man erstmal kennenlernen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz, ganz guten Weg. Was macht denn der Club zusätzlich zu den Club Rowdies jetzt noch im Bereich der Inklusion, auch vielleicht im Hinblick auf ein potenziell neues Stadion? Ja, ach so, genau, stimmt. Das ist natürlich auch noch ein Thema, was vielleicht ganz, ganz spannend ist. Wenn es neu gebaut wird, soll es das inklusivste Stadion Deutschlands werden dann zu dem Zeitpunkt, was natürlich ein Ziel ist. Aber ja, da haben wir uns natürlich dann auch dahinter geklemmt und einfach verschiedene Vorschläge dann mal eingebracht. Das fängt ganz klassisch bei den Rollstuhlplätzen an, hört aber auch bei Themen wie bei Sterbebegleitung auf tatsächlich. Also da ist dann auch, kann man auch überlegen, dass man vielleicht mal Menschen, die dann ja, jahrzehntelang Clubfan waren, dann nochmal ihren letzten Willen erleben dürfen und nochmal mit dem Bett ins Stadion reingerollt werden können. Aber das muss natürlich auch alles barrierefrei möglich sein. Und ja, also da gibt es ganz, ganz verschiedene Themen über auch Menschen mit Hörschädigung, wie man da das am besten umsetzen kann. Hier beispielsweise dachte ich immer jahrelang, dass es total sinnvoll ist, dass große Leinwände sind, wo dann alles übersetzt wird, was im Stadion gesprochen wird. Und das ist auch sinnvoll, zumindest für Evakuierungsmaßnahmen. Aber ansonsten haben mir dann die Menschen mitgeteilt, dass es auch sehr ablenkend sein kann, teilweise, wenn da eine große Leinwand ist. Man möchte sich ja auf das Spiel konzentrieren. Und wenn man dann immer runter aufs Spielfeld schaut und dann wieder auf die Leinwand, dass das sehr ablenkend sein kann. Und deswegen gehen wir dann den Weg, dass wir immer mit den Menschen, die wirklich betroffen sind, versuchen, in den Austausch zu gehen, weil das ist einfach, ich bin ja kein Experte, sondern die Menschen selber sind die Experten und das ist unser Weg, wie wir das versuchen umzusetzen. Finde ich gut. Also einfach wirklich die Betroffenen zu Beteiligten zu machen und sie da selber Ideen entwickeln zu lassen. Finde ich sehr, sehr gut und freut mich, wenn da auch quasi nicht nur deine Abteilung, dieses sowieso immer als Steckenpferd hat, dahinter steht, sondern halt auch wirklich der erste FC Nürnberg und vielleicht dann auch wirklich die ganze Stadt Nürnberg, die dann natürlich am Ende nochmal die Entscheidungen treffen. Absolut. Und es ist auch tatsächlich bei uns so, dass wir auch versuchen, natürlich Menschen mit Beeinträchtigung überall mit einzubauen, so gut es geht, bei allen möglichen Vorträgen oder alle, also mindestens mal in den Inklusionsthemen. Immer wollen wir die Menschen einfach mitnehmen. Und ja, es wurde auch schon mal bei einer Pressekonferenz durfte auch schon mal einer von unseren Spielern mit Handicap eine Frage stellen. Also das ist einfach da, ja, Stadionsprecher hatten wir auch schon mal überlegt, dass wir jemanden, einen dritten Stadionsprecher quasi installieren, der ein Handicap hat. Aber halt auch was wir da machen wollen, ist
nachhaltig. Ne? Also nicht, dass man so immer, wir machen heute einmal Inklusion und dann danke, das war's, sondern wirklich auch wie im Ansatz im Training. Wir machen einmal die Woche Training, wir wollen regelmäßig den Stadionsprecher mit dabei haben, weil dann ist es auch, finde ich, nicht so dieses Greenwashing, sondern es muss einfach permanent mit dabei sein und dann kann man auch sagen, hey, wir sind da gar nicht so ganz schlecht beim FCN mit dem Thema. Du sprichst es an, beim FCN sind wir gar nicht so ganz schlecht. Wie schaut es denn bei anderen Vereinen aus? Seid ihr da irgendwie im ständigen Austausch mit anderen, ja, vielleicht auch Bundesliga, Zweitliga-Clubs? Ja, das ist sehr, sehr gemischt. Also ich glaube, dass es jetzt immer mehr ankommt, auch durch, ne, wenn man einfach selber vorangeht ein Stück weit, sehen das auch andere Vereine. Aber es gibt auch Vereine, die schon deutlich weiter sind. Ich war dieses Jahr zum Beispiel mal bei Werder Bremen, habe da mal hospitiert. Die machen das halt seit 2000, dass sie sowas haben. Das heißt, die haben da schon einen gewissen zeitlichen Vorsprung und da läuft das alles ganz, ganz anders und noch viel geregelter ab und ist viel mehr etabliert im Verein. Aber das, ja, ich glaube, da muss man oder man sollte sich bei so einem Thema gar nicht so sehr vergleichen, sondern einfach loslegen und machen ist da, glaube ich, eine ganz gute Devise. Und dann kann es schon hinhauen. Aber es ist eben sehr gemischt, würde ich sagen, in Deutschland. Aber es ist jetzt trotzdem vermutlich kein Thema, wo man irgendwie Konkurrenten ist zwischen den Vereinen, sondern da gilt wahrscheinlich schon eher hier in den Farben getrennt, in der Sache vereint, weil das ist ja was, Absolut. ein Ziel, was alle verfolgen und wo man auch niemand anderem was wegnimmt, sondern halt im Absolut, Sinne nur das würde ich hilft. genauso sehen und deswegen, ich wurde da in Bremen auch mit offenen Armen entgegengenommen. War eine super Erfahrung, dass ich da mal hospitieren konnte. Und ja, da kann man ja bloß wirklich lernen voneinander. Und beispielsweise, es gibt auch noch also wenn man jetzt nach Spanien schaut, da ist es so, dass wirklich vor jedem La Liga-Spiel wird ein Spiel zwischen den Handicap-Mannschaften, also das ist nicht inklusiv, aber da sind eben Menschen mit Beeinträchtigung spielen vorher vor jedem La Liga-Spiel gegeneinander. Und ich weiß nicht, wie das dann da reisetechnisch geregelt ist, ob die dann mit der ersten Mannschaft zusammen dann da auch wirklich hinfliegen oder wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall alles so organisiert. Also da sieht man, es tut sich da was und andere Länder sind da vielleicht auch schon einen Ticken weiter, aber ich glaube, wir sind da auch in Deutschland jetzt auf einem ganz guten Weg. Du sprichst Deutschland an. Wie stehen denn die Verbände? Also wie steht der DFB? Wie steht auch die Ligastruktur DFL da? Was? Wie unterstützen die euch als Vereine vielleicht in diesem Bereich? Was machen die da? Genau, also es gibt auf jeden Fall die Sepp Herberger Stiftung vom DFB eben und die haben zum Beispiel dieses Turnier in Köln ausgetragen, von dem ich vorhin schon ein bisschen erzählt hatte. Das wird dann immer, also wird dann so im Rahmen von Inklusionstagen in einer Stadt quasi ausgetragen und da gibt es dann Blindenfußball, dieses Inklusionsturnier, ganz verschiedene Sachen. Vielleicht, ja, muss man halt auch sagen, dass zum Beispiel sowas wie Blindenfußball auch auf jeden Fall noch seine Daseinsberechtigung hat, dass das alleine ausgetragen wird, weil einfach blinde Menschen in so einem Inklusionsteam wäre relativ schwierig. Auch in meinen Augen auch amputierten Fußball, weil es einfach nochmal so eine Art oder so ein großes Handicap ist, dass es teilweise leichter sein kann, wenn die auch untereinander ein bisschen spielen. Genau, also da ist da macht die Sepp Herberger Stiftung auf jeden Fall schon relativ viel. Und für mich persönlich wäre es natürlich ein absoluter Traum, wenn es irgendwann mal eine deutsche Meisterschaft geben würde. Und da gibt es auch schon das ein oder andere Gespräch, ist aber noch nichts jetzt irgendwie konkret. Aber ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einiges entwickeln. Ja, ich meine, ihr seid ja da wahrscheinlich in Bayern da schon irgendwie Vorreiter mit dieser Infrastruktur, die ihr da auch geschaffen habt. Habt ihr zusätzlich zu dieser bayerischen Meisterschaft, gibt es da noch irgendwie was wie ein Ligasystem oder macht ihr Freundschaftsspiele mal aus gegen andere oder ist es schon hauptsächlich das Training dann? Also ich glaube, wir in Nürnberg haben jetzt tatsächlich eine gewisse, ja, Sonderrolle jetzt in dem Sinne, dass wir in Nürnberg schon viele Testspiele einfach werden angefragt, wo dann die Mails bei mir eingehen. Als Beispiel jetzt mal wird irgendwann was vermutlich jetzt mal ein Spiel gegen den Stadtrat stattfinden oder so, weil das einfach für viele ein spannendes das Thema ist. Aber ansonsten, es gibt jetzt da kein wirkliches Ligasystem, sondern es ist wirklich so ein bisschen wie in der E-Jugend früher die Turniere, dass dann jede Mannschaft auch mal für sich ein Turnier macht, wo man dann auch ja, andere Mannschaften einladen kann und dann kann man darüber auch ein bisschen über den Verkauf ein paar Spenden generieren und so auch wieder die Teams pushen. Aber es gibt jetzt noch kein wirkliches Ligasystem, sondern in Bayern vom BFV gibt es dann wirklich diese bayerische Meisterschaft, die wird an einem Tag ausgespielt und das ist, also da hat man dann den bayerischen Meister, aber es gibt kein Ligasystem oder so. Das kann aber natürlich vielleicht auch noch entstehen in den nächsten Jahren. Wir werden sehen. Seid ihr im Austausch auch mit den Special Olympics? Also ich und mein Kollege der Paul, ja, wir sind schon im Austausch mit denen auf jeden Fall, weil wir immer sagen, jede Arbeit, die in dem Bereich gemacht wird, ist auf jeden Fall
sehr gut und sinnvoll. Und da gibt es beispielsweise eine Kooperation eben auch in unserem Projekt in den Förderschulen, dass wir mal ein Turnier zusammen dann austragen. Und ja, also sind wir schon im Austausch mal wieder, ja. Also etwas. Okay. Weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, aber habt ihr auch irgendwie mal irgendwie Kritikpunkte, die vielleicht immer wieder aufkommen oder irgendwelche Vorbehalte, wo immer wieder die gleichen Themen irgendwie kommen, denen ihr euch stellen müsst? Oder es geht da eigentlich alle mit offenen Na, Armen quasi? ich glaube, es ist einfach generell so, dass man immer das soziales Engagement in einem Fußballverein, das ist halt einfach generell, glaube ich, ein Feld, wo man drüber diskutieren kann. Und ich kann auch jeden Fan verstehen, der jetzt erstmal prinzipiell sich halt die erste Mannschaft von einem Verein angucken möchte. Und das ist halt, also ich glaube, dass da halt die allergrößte Aufmerksamkeit drauf geht. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, wie viel sollte ein Verein sich sozial engagieren? Wenn man mich jetzt persönlich fragt, sage ich natürlich klar, ich finde es super wichtig, weil man halt diese Strahlkraft, die jetzt der FCN hier in der Region in Nürnberg hat, die ist halt immens und da ist es halt super cool, weil man halt eben viele Menschen in Bewegung bringen kann. Ja, das ist ja auch kein Geheimnis, dass es der Bewegungsmangel auf der Welt überall zugenommen hat, auch durch Corona gerade. Und da kann man halt so einen Verein nutzen und sagen, hey, bewegt euch, spielt Fußball, werdet wie die Profis, werdet wie, ja, also das ist, deswegen, ich glaube schon, dass man das nutzen kann, aber klar gibt es da immer wieder auch Diskussionsfelder. Ist logisch, glaube ich. Ja, aber da muss ich sagen, da bin ich auch komplett bei dir, weil Vereine haben absolut einfach eine gesellschaftliche Relevanz, erreichen eine große Vielzahl von Menschen auf diese spielerische, sportliche Art und Weise. Und dann ist es ganz wichtig, dass man darüber auch Themen, ob es dann in diesem Bereich Inklusion geht oder Thema Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, absolut wichtig, diese Themen auch, Themenfelder auch mit zu bespielen, sehe ich genauso. Und es ist ja auch anscheinend auch für Sponsoren nicht uninteressant, um den Aspekt auch noch mit reinzubringen. Ich habe gesehen, am Samstag auf eurem Trikot prägt eine bekannte Nürnberger Marke, die jetzt dann Richtung Weihnachtszeit auch wieder nochmal interessanter wird. Absolut. Ja, Lebkuchen Schmidt ist unser Hauptsponsor auf dem Trikot vorne. Und ja, die unterstützen uns halt einfach natürlich finanziell, aber vor allem auch, ja, wir machen gemeinsame Aktionen mit den Mitarbeitern und wollen eben auch so es nachhaltig aufbauen, dass es dann nicht so geht, hier, ihr habt mal ein bisschen Kohle und macht mal was, sondern es ist wirklich was langfristig gedacht ist. Und ja, wir werden jedes Jahr auch vor Weihnachten dann eingeladen zur Weihnachtsfeier zu denen. Also das ist richtig familiär, richtig cool. Bin ich richtig dankbar, dass wir da so unterstützt werden. Und man merkt definitiv, also wenn ich das erzähle, werde ich oft gefragt, ob man da irgendwie vielleicht noch was machen kann, sponsorentechnisch. Also auf jeden Fall glaube ich, dass es auch generell zur Brandbuilding von so einem Verein einfach total ja, viel oder viel mitbringen kann, wenn man eben dieses soziale Engagement hat. Und ja, also unser Trikot, wir haben auch noch auf dem Ärmel haben wir tatsächlich auch noch die Fanszene, die Nordkurve Nürnberg mit drauf, die für uns dann bei einem Heimspiel Becher gesammelt hat und uns da auch eine ganze Latte Geld geben konnte. Also ja, das hilft uns sehr. Und aber eben auch die waren am Samstag vor Ort und haben das unterstützt. Und das ist ja dieses Sponsoring, wie man sich das eigentlich wünscht, weil das dann wirklich gelebt wird. Und ja, macht mich sehr glücklich, dass das so funktioniert. Ihr habt noch einen neuen großen anderen Partner an Land gezogen und also jetzt kommen wir wieder zurück zu den Förderschulen. Und zwar läuft da jetzt ein gemeinsames Projekt mit Adidas, auch einem großen Unternehmen hier in der Nürnberger Region, sitzen in Herzogenaurach. Natürlich auch großer Sportaffinität oder Sportnähe logischerweise. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern, was ihr mit denen genau macht. Ja, das war tatsächlich auch so in meinen Anfängen, als ich beim Club angefangen habe, war es so, dass ja die ganzen Bundesliga- und Zweitliga-Vereine sich quasi so ein bisschen verpflichtet haben, dass ja eben durch Corona ja so ein großer Bewegungsmangel entstanden war und da wollten sie eben Bewegungsprojekte installieren. Und wir beim Club, eine Kollegin hatte dann eben die Idee, dass wir auch ein Förderschulprojekt machen. Und das war durch Bundesliga Bewegt damals durch eine Stiftung finanziert. Und dann waren wir da zu Beginn eben in vier Förderschulen und haben da alle 4 Wochen eine Trainingseinheit gemacht und ja, haben dann aber gemerkt, dass das eben sehr gut angenommen wird und konnten danach dann, nachdem dieses Engagement ausgelaufen ist von Bundesliga Bewegt, eben Adidas gewinnen, dass die das mit uns zusammen machen.
Aber auch hier ist wieder der Gedanke, dass man da eben nicht nur, dass es da nicht nur um Geld geht, sondern wir ja, machen jetzt das Projekt zusammen mit Adidas-Mitarbeitern teilweise. Ja? Also die dürfen quasi Volunteers sein bei uns in den Schulen, dass ein Trainer von uns in die Schulen geht und ein Volunteer mit dazukommt als zweiter Trainer, weil es ganz einfach so ist. Das war meine Erfahrung auch vorher schon. In Förderschulen hast du einfach viel mehr Bedarfe wie jetzt in einer regulären Schule. Und da ist es sinnvoll, dass man einfach immer zwei Trainer hat, weil einer sich um die Gruppe kümmern kann und der andere so ein bisschen sich um einzelne Kinder noch kümmern kann. Und da ja, es ist eben mega cool, dass wir immer einmal im Jahr so ein Wochenende anbieten für die Adidas-Mitarbeiter, wo wir denen quasi eine kleine Schulung geben. Ja, auch Child Protection ist natürlich auch ein wichtiges Thema und solche Sachen lernen sie dann an so einem Wochenende. Und auch schon die ersten Einheiten stehen dann auch an mit Förderschulen. Und ja, das Ganze hat jetzt auch ermöglicht, dass wir jetzt mittlerweile in allen Förderschulen in Nürnberg dieses Bewegungsprojekt anbieten können und ja, auch jeweils zwei Gruppen haben und da doch deutlich mehr Kinder erreichen. Hier ist die Zielgruppe aber vor allem auf Kindern, die wirklich sonst wenig Zugang haben zu Sport, also wo die Eltern nicht so dahinter sind, wollen wir einfach gucken, dass wir die in Bewegung bekommen, alle 2 Wochen mal, und dann auch immer Hausaufgaben mitgeben, dass sie sich einfach auch daheim bewegen und dann langfristig hoffentlich auch mal in Breitensportvereine vielleicht, ja, dann mit aufgenommen werden können. Das wäre das Fernziel. Mega cooles Projekt, nochmal kurze Nachfrage. Und steht dann Adidas auch so dahinter quasi, dass die Leute das in ihrer Mittagspause dann machen können? Weil das, also die Förderschule wird ja nicht abends nach Arbeitsende um 19 Uhr quasi noch sein. Ja, nee, das ist tatsächlich dieses Volunteers-Programm. Das wird, glaube ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es ist 50-50. Also die Hälfte ist private Zeit und die andere Hälfte ist sogar Arbeitszeit. Und ja, da sind wir natürlich flexibel, weil wir so viele Gruppen haben. Dann kann sich jeder Mitarbeiter da quasi melden, wann es für ihn passen würde. Und es ist ein bisschen so ein kleines Puzzle, sage ich immer. Aber das macht der Paul, mein Kollege, glaube ich, ganz. Auch mit viel Freude. Und ja, aber genau, also im Prinzip geht natürlich die Arbeit vor, aber immer wenn es hinhaut, dürfen sie dann auch in der Arbeitszeit zu uns in die Förderschule mitkommen. Sehr cool. Da ist ja auf jeden Fall dann noch einiges geplant, um das weiter voranzutreiben. Zum Abschluss noch die Frage, was sind denn vielleicht so deine Wünsche einfach für nicht jetzt nur das Inklusionsteam des 1. FC Nürnberg, sondern allgemein für die Inklusionsarbeit in Deutschland? Ja, ich glaube, dass wir da sehr trotzdem noch eher immer am Anfang stehen aktuell, weil es ist doch relativ häufig so, wenn man dann davon berichtet oder wenn ich davon berichte, wird einem oft ja, entgegengebracht, oh, Menschen mit Beeinträchtigung, oh, das stelle ich mir ja ganz schwierig vor. Und ich glaube, dass je mehr oder je mehr dieses Thema wächst, je mehr ja, Menschen auch ohne Beeinträchtigung in Kontakt mit Menschen mit Beeinträchtigung kommen, desto besser wird es auch noch wachsen in der Zukunft. Und ja, also da habe ich einfach die Hoffnung, dass es einfach ganz normal wird. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft. Weil aktuell ist es tatsächlich einfach so, für viele Menschen, sie haben erst dann dazu einen Bezug, wenn sie es selber betrifft irgendwie. Wenn irgendwie ein Schicksalsschlag kommt, dann merken sie auch, wie viel Hilfe man da eigentlich benötigen würde. Und deswegen finde ich immer wenn die ganze Gesellschaft einfach so inklusiv denken würde, würde das sehr helfen. Und ich bin da guter Hoffnung, weil es einfach wirklich, jeder, der da mal vorbeikommt bei so einem Turnier, sieht einfach, wie viel Freude das macht. Und ja, habe ich die Hoffnung, dass es weitergeht. Ja, wird auch nicht mein letztes Mal gewesen sein. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine erfolgreiche Hallensaison, ja, vermutlich, wo es jetzt mal hingeht. Viele schöne Turniere. Vielen Dank dir für deine Zeit, dass du dir heute hier mit bei uns im Podcast warst. Und alles, alles Gute dir, lieber Jonathan. Vielen Dank dir.